Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Cattle and Cops. Ja, wir sind bei der Ernte dabei, haben gerade mal Feld 3 begonnen. Wir haben schon mal die ersten 10.000 Liter in unserem Anhänger gebunkert. Und jetzt geht's hier weiter mit der Ernte. Ich muss immer zum alten Stück, wo wir zurückfahren und dort die Lenkung aktivieren. Genau hier. Und wir geben mal Gas und dann runter. Hier mal einen Zahn zulegen. Ja, unser Weizen ist. Nee, Quatsch. Unser Hocken ist reif. Und das muss leider sein, wir müssen Gas geben. Hier kommt keine Meldung, zu viel oder zu wenig. Das ist ein bisschen irreführend, aber anscheinend macht das nichts aus. Und wenn 15 km/h bitte schnell. So, andere Richtung fahren gleich. Das haben wir getankt. 12.000. So. Ich hätte nie ausmachen dürfen. Garantiert hat er es noch nicht gemacht. Oder er hat mir jetzt weniger. Das kann sein, ne? Junge, wenn er steht, dann rutscht er. Das gibt's doch gar nicht. Wir fahren mal nicht so schnell. Anscheinend erden wir mit langsamer Meer. Anscheinend. Dann ist das so. Dann muss ich hier ein bisschen mehr Zeit investieren. Naja, wir haben ja noch 3,5 Stunden Zeit, ne? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber ihr könnt. Achso, da sind 2, 15 km/h, da kann man es sehen. 3, 35. Das ist blöd, ne? Dann weiß ich gar nicht genau, wie schnell man fahren könnte. Im Reellen, dass es optimal ja, alles verarbeiten kann. Darum geht es ja dabei, ne? Ich hatte mal gesehen, so ein Film von Klaas. Da haben sie in den USA gezeigt, Lohnunternehmer, der konnte mit 7 km/h nur ernten. Weil durch die Bewässerung so viel Getreide gewachsen ist an einem Halm, also an einer Pflanze, ich glaube 7 Stück, hat er entsprechend die Zeit gebraucht zum Verarbeiten. Es scheint doch ganz schön mit der Geschwindigkeit. Dann haben wir schon letztes Mal verschenkt. Gut, nicht gut, ne? Aber gut, nichts zu ändern. Jetzt haben wir jetzt 4.000 drin. War mit 6 km/h. Ja, Let's Play ist etwas, ich sag mal so, wer es mag, ne? Ist gut. Meine Abwechslung ist jetzt kaum da, ne? 4 Felder, 4-mal Getreide. Ob nun Roggen oder Weizen, ist da glaube ich egal. Letztendlich. Und für, sag mal, für Mais und so haben wir noch kein Geld. Brauchen wir eine Sämaschine dafür. Zumindest eine Saateinheit. Und ja, das. Das haben wir halt nicht. Dann könnten wir theoretisch im Jahr Zammerl ernten, ne? Theoretisch muss man auch ein Schneidwerk. Kann man sich kaufen, ne? Aber wie gesagt, Mais kann man erst im Frühling aussehen. Aber soweit ist noch lange nicht. Jetzt habe ich 5.000 drin, 5. 8.000 müsste genügen, und dann können wir abbunkern und dann könnte man den Traktor das erste Mal Richtung Ding schicken, ne? Müssen wir auch selber fahren. Das ist leider so, Angestellte kosten Geld, ne? Und das ist noch ein Problem.
Denkt man, dass wir so schnell nicht in der Reihe kriegen, dass wir da jemand anders fahren lassen könnten. Ne? Beim meisten muss es ja so sein. Aber bei, also bei Häcksel gut, ne? Aber bei Getreide und so, das können wir allein machen. Junge, ich bin müde. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja, ich sag mal so, Schwächeanfall, ne? Anführungszeichen, ne? Ich häng ein bisschen durch. Ich befürchte schon eher, wenn ich nicht am Bett gehe, dass ich nicht schlafen kann. Ist ja noch viel zu früh. Das ist ja jetzt bei mir erst, ja, nicht mal halb fünf. Wir haben 6000 drin, 6,8. Das ist zu wenig, das kriegen wir nicht voll. Ja, normalerweise das Korn, also diese Sträucher auch wegschneiden, ne? Normalerweise. Aber wir haben jetzt nichts Grünes mehr drin, ne? Und wir hatten unten links war gerade schön grau. Länger schlafen haben wir auch nicht können. Mal schauen, wo wir durchkommen, ne? Mit einem Einschwung. Komplett. Das wäre ideal, ne? Knochenschmerzen. Ich werde alt. Na, klingt auch schon heiser. Telefon. Heute haben sie diese bombastische Meldung gebracht. Vom Logischen her, wenn viele ja wieder arbeitslos wären, theoretisch, dann hast du auch weniger Einzahler in die Rentenkasse. Das heißt letztendlich für alle weniger Rente. Ja, super. Ist ja logisch, ne? So, was haben wir drin jetzt? 8002. Das heißt, je früher wir die Maßnahmen beenden, umso früher können wir uns wieder leisten mit der Rente. Aber das ist, glaube ich, nicht die Absicht dabei. Die Absicht ist normalerweise, dass alles Konkurs geht. Ja, am Ende den Retter als Retter sich hervortun können. Neuntausend fast. Nach dem Motto, wir müssen ja näher im Prinzip staatliche Gelder aktivieren. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Da tun sie als Retter hervor, weil alles Konkurs gegangen ist. Naja, aber in Wahrheit ist keine Rettung, ne? Wer will schon von Almosen leben letztendlich, ne? Das will keiner. So, 6, 7, 9, 9, 7. Haben wir schön voll gekriegt, ne? Bremse, wenn wir den Lenker ausmachen. Sonst wäre voll wieder eingefahren ins Feld. So. Ach, knappe 80 Liter Tank da drinne. Können wir gleich mal Rohr ausfahren. Da wir sehen können, wie weit wir entsprechend da da draußen fahren müssen, ne? So. Bremse und vollfüllen. Sollte noch 1000 Liter im Drescher bleiben und der Rest ist dann im Anhänger. Dann muss man gleich wegfahren.
Er hat keinen Turbogang hier zum Ausleeren. Tucano 570. Ob wir hier einen Fan kriegen oder sowas? Mal als Fahrzeug. 1004. Kurz mal reingehen. Ausschalten, ne? Sonst. So. Rein ins gute Fahrzeug. 8150. Anhänger ist voll. Auf zum Hof. Das ist auch schon so grau, ne? Ja. Man weiß ja nicht, wie es sich auswirkt auf der Qualität, ne? Geht bergauf, hat Berg mehr. Jetzt haben wir 6.36 Uhr. Das war 6 Stunden ganz schön zu viel gewesen. Aber 4 Stunden. Schauen wir mal, ne? Mein Gott, ne. Ich glaube, heute wird nicht alt. So, Autos sehe ich keine. Drüber. Kommen wir nicht. Autos kommen keine. Können wir fahren. Jo. Auf. Ha. Lager. Da muss man das mal merken. Im Lager passen nur 50.000 rein, glaube ich. Letztes Mal hat das Lager böse Geräusche gemacht. Das lag aber daran, weil das Lager schlichtweg voll war. So. Ja, viel größere Maschinen können wir gar nicht nutzen hier, ne? Das heißt, hier hinten noch Stütz. Ja. Mal Lager 2 nehmen. Wo haben wir eins noch Dings drin? Weizen. Das wäre ein Ding, ne? So, da haben wir jetzt auch wieder. Oh, dann fahren wir los, ne? C. Witzige vorne. Ja, genau. Wir sind hier schon gefahren. Ich nicht. Ach, hier tanken. War noch einmal Geld, ne? Hatte größere Sorgen, ob nicht reicht. Hoffe, dass wir das mit dem Geld hinkommen. Na, Autos haben keine, ich riskiere es mal.
Denn mit Schwung kommen wir leichter hoch. So. Immer wieder. Ein Stückchen noch. Passt. Ach so. Gut. Ich drücke gerade die Alt-Taste. Da kann man sehen, was man hat, ne? Menge Brocken, Inhalte schon drin ist, Gewicht, Mercedes. Jo. Entschuldigung. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch heute ist die Zeit abgelaufen. Ja, ist leider so. Auch ich möchte vorwärts kommen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön fleißig reinschauen. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt, morgen geht es hier weiter. Und wenn ihr Fragen und Anregungen, Tipps habt, ja, Kommentar, könnt dafür genutzt werden. Ne? Tut dann mal tschüss und ciao, bis nächstes Mal. Tschüss.